Ich stürzte um die Ecke und da war sie, die Sanifair-Kontrollschleuse. Für mich das Tor zur Erleichterung. Also, ich klappe das Buch hier zu, ich weiß ja, wie es weitergeht, ich habe es ja geschrieben. Nein, ich brauche einfach Hände und Füße. Schauen Sie, wenn es dringend ist und Sie kommen dort an, haben Sie nie Kleingeld? Sie haben kein Kleingeld, haben Sie nicht? Haben Sie nicht? Und ich auch nicht. Und neben dieser Kontrollschleuse gibt es einen Kinderpuzzle. Da fehlt in der Mitte ein Stück. Und da habe ich mich so durchgezwängt. Und auf der anderen Seite, da wartet der Sanifair-Hygieneaufsichtsbeamte auf mich. Als richtig autoritär, sind wir nicht ein bisschen zu alt für den Kindereingang? Ich habe kein Kleingeld, ist dringend, hier 10 Euro, aber wir wechseln nachher. Ne? Ich habe ihn längst liegen lassen, ich wollte los, war ja dringend. Ich wollte zuerst bei D rein, für dringend. Hab mich für höchst dringend entschieden. War es ja auch. Ich also, und was ich nicht wusste, das muss ich dazu sagen, es war die modernste Sanifair-Hygieneanlage Deutschlands. Ganz modern, ganz frisch, ganz neu. Da geht alles sensorautomatisch gesteuert. Alles. Da gehst du rein, erste Kabine genommen. Zack, rein. Da geht sensorgesteuert, bewegungssensormäßig das Licht an. Macht poff, geht das Licht an. Ich so, boah. Machst den Verschließmechanismus, den Riegel zu, kommt aus dem Deckenlautsprecher eine Stimme. Herzlich willkommen in Ihrer Sanifair-Hygiene-Fachstation. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Zu Ihrer eigenen Sicherheit desinfizieren wir jetzt die WC-Anlage für Sie. Und dann dreht sich die Brille erst mal 8 Sekunden. 8 Sekunden dreht. Wissen Sie, wie lange 8 Sekunden sind? Ja. Und irgendwann sitzt du endlich da drauf und dann geht das Licht aus. Dann sitzt du im Dunkeln auf der Toilette und machst Bewegungen, die du sonst gar nicht machen würdest auf Klo. Da machst du nur, damit das Licht angeht, Toiletten-Yoga. Bis es endlich angeht. Und ich bin bei dem Rumfuchteln mit meinem Jackenzipfel zu nah an dem Spülsensor hinten vorbei. Und der hat ausgelöst. Und es rauscht eiskalt unter mir durch, meine Hose hier unten und die Brille fängt an, sich zu drehen. Und du musst immer so nachdrücken. Und sie dreht sich immer weiter und du musst immer wieder zurückdrücken. Und du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Und wieder zurück. Und dann hat sich mein Jackenzipfel hinten, wo die Brille durch dieses Ding geht, verhakt. Und die Brille noch klock, 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 klock. Ich sagte mir, Scheiße, Mistkacke, Scheiße, verdammte Scheiße nochmal. Und dann klopft's aus der Nachbarkabine. Und eine Trackerstimme sagt, Junge, so genau wollten wir es gar nicht wissen. Die lachen. Und dann bist du irgendwann fertig und gehst dann da raus. Und draußen wartete ein halbes Dutzend Leute und haben applaudiert. Bis auf den Sanifair-Hygiene-Aufsichtsbeamten, der nicht, nein, der hat ganz misstrauisch hinter mir so in die Kabine geguckt, ganz misstrauisch. Und ich so zu ihm, warten Sie mal hier, 10 Euro, wir wechseln gleich. Nicht weglaufen. Hände waschen ist heutzutage ein Abenteuer. Das ist eine ganze Reihe Waschbecken. Und die Seifenspender, die sehen aus wie Raumschiff Enterprise. Wie so eine Feserkanone. Da gehst du die Hand runter, macht sensorgesteuert, wit, wit, kommt Seife raus. Machst die Hand runter, wit, wit. Im ersten Moment denkst du, kriegst ein SMS. Und ich so, wit, 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 schon so ein Berg Seife gehabt. Und der Sanifair-Beamte, der guckt doch schon richtig böse. Und ich so, wit, wit, wit. Und die Wasserhähne heute, das sind so krumm geschwungene Schwanenhälse, Blitzen und so. Alles so schön. Und du musst ja heute, um Wasser zu bekommen, musst du ja Badezimmer-Tai-Chi machen. Und da kam kein Wasser. Und ich habe den Wasserhahn schon festgehalten. Es kam kein Wasser. Und dann habe ich dem Sanifair-Aufsichtsbeamten, hier der Wasserhahn ist kaputt. Dann drückt er mich zur Seite, geht hin und macht so. So ist auf, so ist zu.